Ja, herzlich willkommen. Ich habe ja gesagt, schon im letzten Livestream, es ist noch nicht 5 vor 12, sondern es ist in etwa 11:30. Die Uhr bimmelt hier auch ganz schön. Und da könnt ihr sehen, ihr habt also sinnbildlich, wenn ihr es seht, noch etwas Zeit. Ihr seid mitten im Abitur und ihr habt jetzt die letzte Phase, noch 2, 3 Wochen. Und ich stelle euch einfach ein paar Studiengänge vor. Jetzt habe ich in den letzten Wochen immer euch gesehen bei den Fridays for Future. Schönen Gruß an Moritz aus Münster, der da immer als 12-Jähriger seine Reden hält. Und ich sage einfach mal, das ist ein ganz wichtiges Thema, Klimaschutz. Aber nicht nur Klimaschutz, wir haben es in der Welt im Moment mit sehr vielen Gestalten zu tun, die besser keine Politik machen würden. Da haben wir den mit der blonden Perücke, den Donald Trump. Dann haben wir daneben den Herrn Erdogan, der mal gerade einfach mal kurz die Wahlen in Istanbul annullieren lassen hat. Ganz entzückende Geschichte. Und wir haben daneben noch viele andere, die mit dem Feuer an der Lunte sind und eventuell, wenn es so weitergeht, unseren Planeten in die Luft jagen. Und da seid ihr an sich genau die Richtigen, dass ihr im Grunde genommen euch da einmischt, euch einbringt, nicht nur mit diesem Fridays for Future, sondern dass ihr auch hingeht und das euch Wissen aneignet, um gut zu agieren können, um die Welt zu verbessern. Und dafür gibt es einen Studiengang seit wenigen Jahren, da habe ich schon öfters darüber berichtet, Global Project and Change Management an der Windesheim Honors College bzw. Windesheim Hochschule oder University of Applied Sciences in Zwolle. Und die haben jetzt aber ihre Schwerpunkte nochmal fokussiert. Der erste Schwerpunkt, den die haben bei diesem Studiengang, ist das Thema Klimaschutz. Das ist natürlich klar, dass dort dann im Grunde genommen alles untersucht wird, Sofortwirkungen, Langzeitsachen und so weiter. Es wird geschaut in praktischen Projekten mit Unternehmen, wie kann man erschwingbare, skalierbare Lösungen kriegen. Natürlich gibt es dann auch da dann ganz viele Projekte, die man macht mit Firmen. Und nach dem Studium kann man dann als Projektmanager in dem Bereich arbeiten oder als Berater. Der Aufbau des Studiums ist, in den ersten 2 Jahren lernt man im Grunde genommen die gesamten Grundlagen darüber, das natürlich auch wieder aus verschiedenen Disziplinen, Umwelt, Betriebswirtschaft und so weiter. Dann gibt es da natürlich auch bestimmte 7 Habits, die festgelegt sind über Highly Effective College Students Training. Ihr werdet also persönlich auch nochmal geschult in diesem Bereich. Insgesamt gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein internationales Praktikum in der Welt überall zu machen, unter anderem im Capstone. Das ist eine wirklich schöne Sache. Und insofern ist dieser Schwerpunkt Klimaschutz ein wesentlicher Schwerpunkt. Das nächste ist, was man haben will, ist nachhaltige Städte und Gemeinden. Ja, da kommt natürlich viel auf uns zu mit dem Thema nachhaltige Städte und Gemeinden. 50% aller Städte und Großstädte liegen oder Menschen wohnen in Delta-Regionen. Das heißt dort, wo also in Zukunft eventuell diese Gebiete überschwemmen könnten aufgrund der Klimakatastrophe. Und es gibt heute schon große, dramatische Veränderungen. Kann man auch sehr gut in China zum Beispiel sehen, was dort durchaus sich verändert hat in den letzten 20 Jahren, auch schon zum Besseren bei den Chinesen, weil die erkannt haben, es geht mit dieser Umweltverschmutzung nicht mehr weiter. Also das ist eine der wichtigsten Geschichte weltweit, dieses nachhaltige Städte und Gemeinden, wobei das eben natürlich das Stuttgart mit dem Dieselfahrverbot, das sind, sag ich mal, noch geringe Probleme, es ist ernst zu nehmen, aber es sind geringe Probleme im Vergleich zu den Müllproblemen und anderen Problemen, die andere Leute haben. Dann haben wir das große Thema bezahlbar und saubere Energie. Ja, das ist natürlich auch eine Geschichte, wo unheimlich Druck ausgeübt werden muss auf die Politik und wo man also auch gut argumentieren muss. Also unsere Bundeskanzlerin, ich meine, ich finde es ein bisschen scheinheilig, muss man ganz einfach sagen, wenn sämtliche Klimaziele, die wir haben, deshalb verfehlt werden, weil sie Deals hat mit den Großkonzernen, dass die Braun- und Steinkohle weiter verwendet wird und abgebaut wird. Ich meine, dann sollte man diese ganzen
Sachen doch ehrlich sagen, wir können es nicht einhalten, aber wir versuchen das und das zu erreichen. So ist das ein bisschen falsch, wenn man einerseits sagt, wir wollen das Klima schützen und andererseits tut man alles, um es nicht zu schützen. Geht nicht. Gut, aber dafür seid ihr dann ja, wenn ihr den Studiengang bezahlbar und saubere Energie studiert, um da zu argumentieren und genau wie dieses Friday for Future heute und jetzt Druck auf die Politiker zu machen. Dann gibt es ein nächstes großes Thema, das ist Gesundheit und Wohlbefinden. Das hängt natürlich mit dem Ganzen zusammen. Hängt auch damit, dass wir eine sehr stark alternde Gesellschaft haben. Ich habe es gerade noch mal den neuen Arbeitsmarktbericht gesehen. 25% der Leute, die als Akademiker tätig sind, gehen in den nächsten 10 Jahren in Rente. Also von daher werden auch in allen Bereichen sehr viele Leute auch bei internationalen Organisationen gebraucht. Und aber nochmal, für alle die Welt verändern wollten, die die Welt, unser Klima retten wollen, unsere Umwelt retten wollen, die Welt vor den Aas retten wollen, für die ist dieser Studiengang Global Protect Project and Change Management an der Windesheim Honors College das Richtige. Das ist 4 Jahre das Programm. Es ist an der Fachhochschule, wobei ich also schon vorher in meinen Videos immer gesagt habe, 90% der Leute, die da studieren, haben Abitur und ist ein eingeschlagener, guter Weg. Sehr viele Deutsche. Wir haben auf unserem Kanal Studienberatung zu diesem Thema ganz viele Erfahrungsberichte von Leuten, die das schon studieren. Guckt euch mal an, wenn ihr jetzt ein bisschen in Vorbereitung auf die mündliche Prüfung Zeit habt, was da so läuft. Ich kann nur sagen, das sind die 4 neuen Schwerpunkte. Ein Studiengang, der sich lohnt, womit man im Grunde genommen das Rüstzeug bekommt, um wirklich etwas positiv zu verändern. Wenn ihr also freitags demonstrieren war, dann seid ihr die Richtigen, um das zu studieren. So, morgen geht's weiter mit einem kleinen Video. Wie gesagt, es ist noch nicht 12 Uhr, also kurz vor der Anmeldung, High Noon, sondern es ist noch 11:30 Uhr. Von daher werde ich euch weiter mit diesem kleinen Film informieren. Macht's gut!